Herzlich willkommen zur Heldenfolge hier bei Seven to D. Ich fahre heute mal an der Straße, wo ich noch nicht war. Das heißt, gleich links. Kiste. Eine Hilfslieferung. Die nehmen wir mit. So, dann fahren wir weiter. Puma. Fleisch haben wir genug. So, wir unterwegs zu den roten Stellpunkt und diesen weißen Ausrufezeichen. Da habe ich irgendwie noch eine Mission zu erledigen. Was genau? Wüsste ich jetzt nicht, aber mal schauen, ne? Garantiert nichts Gutes. Und ich hätte mal eine Straße entdeckt vorgestern oder so, die ich jetzt näher erkunden will. Die Brücke war nicht vorhanden. Und da fahren wir jetzt mal über den Umweg über die andere Brücke rüber zum diesem Gebiet. Normale Kiste. Aber kurz eine Karte rein. Und zwar hier wollen wir hin. Und hier. Und hier so ist, hier so eine Straße, hier könnte was sein. Eine merkwürdige Gegend, also. Gibt es hier auch einen Pass zu fahren? Vielleicht über die Berge müssen. Einen Blick da schaffen. Nicht so aus, ne? Einen Weg suchen. Fahren wir mal hier ganz kurz zurück zur Straße. Und dann fahren wir einen kleinen Umweg. Ich hoffe, heute ein bisschen mal aufleveln kann, um einen Punkt zu vergeben. Alles Richtung Wissenschaft und Technik, ne? Das ist jetzt mein Ziel. Vollgas. Ja, mal nachts. Ich habe jetzt alles repariert soweit. Elektrozaun. Ringsherum. Und ja, ein paar Schwachstellen ein bisschen extra abgesichert mit Eisenfallen. Mal schauen, wie sie jetzt entsprechend reagieren. Ich hatte eben nachts kräftigen Besuch gehabt. Die wollten mein Tunnel, wo ich da praktisch mit dem Eisenerz grabe. Da wollten sie in den Bereich Keller rein. Ich habe nur die Wand aber doppelt abgesichert mit zwei. Oh. Mein Hirsch. Ein Hirsch. Wollte ja einen Hirsch noch erledigen. Ja, sieht immer scheiße aus, aber. Ich glaube, ein Messer gibt mehr, ne? Ich habe ein bisschen Schnee weggeräumt. Ich kann mal den Schneeball wieder rauswerfen. So, mal gucken. So. Hier rüber, da ist noch eine Kiste. Sie sind da kurz davor. Weil sie kurz. Das ist mitten im Tal. Holen wir eine Kiste abholen und dann geht los. Munition, Motorradfahrwerk, noch nicht schlecht. So,
irgendwie mitten im Gebirge. Muss irgendwie hinkommen. Wir haben ein Stück laufen müssen, denke ich mal. Bauen wir in der Nähe immer so Straße. Und dann mal gucken, eine Karte gleich nochmal. Ja, ja. Fahren wir hier lang. Kurz noch einen Blick riskieren. Also doch von eher von. Oder von hier rüber. Das scheint alles Gebirge zu sein. Hier vielleicht, da. Da ist halt am höchsten, ne? Und die schauen. Wir haben zwar früh am Tag, aber. Gut, fahren wir hier rüber. Oh je, je, je. Wenn da viel Gepäck ist, ist das ungünstig, ne? Ja, hier rüber da. Probier mal aus. Mit diesem Pass. Oh, eng, eng, eng. Ja gut, das hätten wir auch mit der Straße geschafft, ne? Wisst ihr was? Das machen wir anders. So. Nehmen wir mit und geht zu Fuß. Hat nämlich keinen Zweck. Ja. Mit keinen Werkzeugen, ne? Nicht hoch. Gut, dann wollen wir leichter einen Weg gehen, ne? Aus hier vorne. Das ist hier vorne. Sag ich doch. Kleiner Stein. Vier Stück. Heftig. Thank you.
Und kommen alle zu mir. Nalan? Professor? Ja, mir ist kalt, ich weiß. Ich bin mir erschrocken. Ich dachte, hier ist keiner mehr. Scheiße, was, ne? Oh. So. Sanddecke. Brauchen wir dich nicht. Bin voll. Mal gucken, mal, was wir ernten können. Okay, Schnee kann man rausnehmen, Leben kann man rausnehmen, können wir benutzen. Sonst kurz mal hier gucken. Kommt die überhaupt hin? Das ist okay. Schrank. Darunter ist nichts. Nein. So. Ich habe eine brennende Fackel. Barackenstuhl aufheben, ja. Okay. Ist die Aufgabe erledigt? Ich glaube schon, ne? Ja, wollen wir hier mal gucken, da. Ja.
Ne, hier nichts mehr. So. Das war's gewesen. Tatsächlich. Gut, dann bin ich warm laufen, ne? Ei. Tja. Ei. Ei, ei. So, wir Moped fahren, ne? Blauen laufen ist ja ein bisschen ungünstig, ne? Ja, so praktisch, Moped. So. Das war so schwer zu finden. Ah. Okay, zur nächsten Ecke mit der Straße. Zeit? Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Das war ja das nächste. Die haben wir erledigt. War so eine riesen Holzfäller erledigt. Und dann schauen wir auf die Straße. Die muss ja bald irgendwo hier, naja, irgendwo nächste Kreuzung links. Und dann hier links. Dann mal Straße fahren. Holzfäller gibt hier viele und wundern noch ein paar Bäume stehen hier. So, nach links. Tschüss. Und nur so viele Ecken kennenzulernen hier, wo wir noch nicht waren. Wo es grau ist. Da oben hin. Da liegen auch gerade zwei Gepäck. Ach. Umlagern was, ne? Schon wieder kalt. Nicht schlecht. Es liegt ja auch im Weg, wenn wir mitnehmen, ne? Ich meine, 4 Schuss Munition für Magnum, das ist wenig, aber noch geht's. Ein Punkt haben sie vergeben. Glaube ich jedenfalls. Wie schön, ne? Bauplan, Chemietisch ist gut. Ein Punkt. Ne, kein Punkt. Aber wir sind dicht dabei. So, hier vorne links abbiegen. Hatte ich gesagt. Ob hier was ist, das weiß ich nicht. Haben wir sehen. Kann auch gut sein, dass überhaupt nichts ist, ne? Kann natürlich sein, ne? Also das kann er nicht auflesen. Na, scheint nichts zu sein, ne? Aber man kann theoretisch hier über die Brücke fahren, die nicht da ist. Da muss man sich praktisch eine bauen. Das wäre die ideale Basis für wenn man gegeneinander spielt. Dann kann man sich hier den Zugang schaffen über eine Hängebrücke mit einem Schloss, kann man sagen, und dann kommen nur die rüber, die entsprechend grob wissen, ne? Diese Theorie, ob das so ist, weiß ich nicht. Oh, wir fahren mal weiter.
Ich wollte hier mal langfahren, mal schauen, ne? Aber man sieht es hier nichts. Da ist noch viel frei. Ich fahre mal hier in der Stadt rein. Ich brauche noch ein paar Dartfallen zu Hause in der Basis. Ich will ein paar Dartfallen aufstellen. Vor allen Dingen da, wo sie immer Tank leer. Da, wo sie immer am liebsten. Am liebsten reinkloppen wollen sie sich ins Haus. Und da müsst ihr noch ein Dach aufstellen. Am besten mit Kamera, am besten, dass man da sagt, das geht automatisch. Ne? Müsst ihr mal testen, wie es funktioniert. Denn die Munition ist ja zu schade, also Wolf und Schwarzer. Aber und ein Puma. So, was gehen wir rein? Rechts ist eine Fabrik, wie es aussieht. Da, mal gucken. Schönen Zaun, schönen Dach. Die Tür, die ist direkt zum Einladengel, also. Mache ich deswegen weg, weil ich mir gerne reinlaufe. Das ist ungünstig. Frau Doktor! Das tut mir leid. Erschrocken. Es ist mehr die Gäste hier. Mann, verkehrt Waffe gerichtet. Gibt's doch gar nicht. Da wollte ich ganz schlau sein. Da machen wir zu. Aufwäschen. Thank you.
Super. Wieder sowas so ein Geheimnis hier. Erkennen, ne? Oh, hier sind Fallen. Ich glaube, wir haben für D getan, ne? So, Gott, wieder Verband nehmen, ne? Ich bin hier nicht alleine. Bricht jemand ein? Wir vor alle erledigen wurden hier. Hier ist Taramin. Da kommt er schon. Da müssen wir mal sehen, dass sie bekommen und wir dürfen da nicht hinlaufen. Ne? Mir ist kalt. Na, das sind zu viel. Essen halt ein bisschen. Und ich brauche ein bisschen Reserve. Den reichen wir nicht. Na, das Wasser. Das habe ich gut gemacht. Kann es hier nicht atmen, das ist richtig. Jetzt hier auf dem Weg raus. Vielleicht, na, auch nicht so hoch. Ah, Leiter. Das war so nicht vorgesehen. So. Das heißt, hier Holz habe ich. Holzrahmenblock bauen. Dann bauen wir uns den Weg, ne? Ja, dann Klacks.
Denn hier, das hört nicht viel. Da kommt es nicht lang, da haben die Brüder Minen ausgelegt. Da hat es gehalten. Super, da kommen wir her. So, mal gucken. Da sind wir hergekommen. Ja. Und jetzt durch Sprengen entfernen, ne? Mal gerade gucken. Da will ich hin. Ob das was bringt? Keine Ahnung. Könnte sein, dass genau schon mal waren. Aber. Könnte. Muss aber nicht. Mann, bist du verrückt, mir so zu erschrecken. Wahnsinn. Ich bin nur hier. Super. Wenn ihr bauen wollt, hier gibt es zu bauen. Abbauen, vor allen Dingen. Die versteckt hier. Thank you.
ein Punkt. Nicht vordrängeln. Dran. Der eine früher und später. Dann geht's wieder hoch. Okay, warum nicht hin? Oh, Überraschung! Na, Bahn wollen wir heute nicht mehr. Wo es da wohin geht. Verschlossen. Ha! Um 7 habe ich mal welche bei. Und Brecheisen. Wenn da nichts bei ist, was wertvoll ist, da. Gut, dass wir keine Angst arbeiten müssen. Oh, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Gewinke. Ich mache gleich weiter in der nächsten Folge. Tschüss. Überraschung. Morgen geht's weiter.